Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier bei DKCR und natürlich wollen wir nicht den Superassistenten benutzen. Ich bin im Level genauso, wie wir letztes Mal aufgehört haben und ich kann mich gar nicht mehr genau... Ach, fuck. Ich muss ja das Lidifass mitnehmen, oder? Ah, und da unten... Eigentlich kann ich mich schon wieder umbringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das Fass bis da hinten mit... ja, das Problem ist, da unten ist jetzt... ja... Ich weiß auch nicht so genau. Was will ich eigentlich da? Genau, da unten ist ein Buchstabe. Den brauche ich aber nicht. Also den brauche ich schon, aber jetzt nicht, weil ich muss mich ja eh nochmal umbringen, weil ich habe ja das Fass nicht mitgenommen. Oh. Muss ich echt das Didi-Fass bis hier hinten hintragen? Kommt mir fast ein bisschen komisch vor. Naja, egal. Müssen wir machen. So, wir sind jetzt hier direkt mittendrin im Part und... Ja. Nein, der geht in die Lava. Nein. Da oben waren wir schon, oder? Ja. Auf jeden. Ach man. Das ist doch unmöglich. Ich kann das fast doch nicht so weit mittragen. Das geht nicht. Also bei aller Liebe, aber... Das geht nicht. Ach, ich lebe noch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich schon tot bin. Ich weiß auch nicht so genau, warum ich das jetzt mache. Ich bin mir sehr sicher, dass ich das schon mal geschafft habe. Das habe ich noch nicht geschafft. Hä? Hä? Habe ich das Puzzleteil noch nicht? Ich habe das doch. Dann habe ich das. Hä? Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Oh, ich bin so ein Experte, ey. Ist ein Herz drin? Nein. Ach, ich muss mich ja sowieso umbringen. Kann doch nicht sein, dass ich. Das Didi-Fass kann ich nicht so weit mittragen. Mal ganz im Ernst. Wie soll denn das gehen? Ja, es würde schon funktionieren. Boah, das ist doch ekelig. Da muss ich doch nochmal aus dem Level mir Leben kaufen. Ah, dann hätte ich das hätte ich lieber. Naja, das schneide ich dann raus oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht so genau. Prinzipiell, da war das Wort. Möchte ich ganz gerne dieses Spiel jetzt beenden? Ich will es durchspielen, ja. Ich hoffe, das dauert nicht mehr allzu lange. Oh, das war so knapp, ne? Ich hoffe, es dauert nicht mehr ganz so lange. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie ich hier spiele. Okay, okay. Jetzt, oh, mein Finger darf auf jeden Fall nicht abrutschen. So. Ich hoffe, wenn ich hier getroffen werde, kommt die nicht raus. Ich vermute es aber fast. Oh, wie funktioniert das? Ich muss... Ach, ne, ich kann ja auch so mitlaufen. Genau. Ich muss gar nicht da drunter ist ja... Nein! Du bist so ein Hurensohn. Also ich, ne? Nein, ey, das hab ich nicht gesagt. Ich, ne? Aha. Sieh mal, es ist vor allen Dingen scheiße, wenn du deinen Bruder als Hurensohn beleidigst. Das macht immer ganz viel Sinn. Das ist immer eine ganz gute Idee. Och, Mann. Er geht Game Over. Hm. Die Poporitzer, die kann man... Och man, mach doch den Fehler nicht 50 Mal. Ich gehe mir gleich Lehm. Das Problem ist, wenn ich jetzt aus dem Level gehe, um mit Lehm zu kaufen, muss ich halt den ersten Teil des Levels auch nochmal machen. Deswegen habe ich gehofft, dass ich das schaffe jetzt noch mit meinem Lehm. Ich könnte auch einfach immer ins... Ja, ich glaube, das mache ich gleich einfach. Ich gehe einfach immer ins Bonusspiel. Und... Sammel da die zwei Leben ein. So, hier kommt er ganz hoch. Und jetzt bin ich hier. So, und ich gebe mir... Lasse die... Ja, genau. So, und jetzt einfach mitlaufen. Einfach im gleichbleibenden Tempo mitlaufen. Wunderbar. Und jetzt einfach dieses Puzzleteil bekommen. Es war doch nicht so ein weiter Weg. Es hat sich irgendwie... Es sah... Also so... Es sah viel weiter aus, als wie es dann im Endeffekt war mit dem Fass. Und es sah auch viel schwieriger aus, als es im Endeffekt war. Ja, da macht man sich dann wahrscheinlich... Boah, jetzt bin ich fast runtergefallen. Ein bisschen umsonst zu viele Gedanken. War das das letzte Puzzleteil, was wir in dem Level brauchten? Nein, 6 von 7, aber gut. Ach, fuck. Na, okay. Jetzt müssen wir natürlich noch da unten hin. Zu dem Buchstaben. So, gucken wir mal, wie wir das anstellen wollen. Ah. So. Ja, ich will das Spiel
Ja, das war sehr gut. Ich will das Spiel jetzt ganz gerne beenden. Das bedeutet, oh, wieso macht mein... Ich würde gerne... Ach, ich kann mir Leben auch noch holen, wenn es knapp ist. Brauche ich mich jetzt ja nicht mit aufhalten. Das ist eigentlich Schwachsinn. Ich hoffe nur, meine TV-Karte, die spackt jetzt hier nicht rum. Das wäre wirklich... Das wäre jetzt wirklich schade, wenn ich hier nicht vernünftig... Ach so, ich war schon da, wo ich hin musste. Wäre jetzt wirklich schade, wenn ich hier nicht vernünftig aufnehmen kann. Wie gesagt, ich würde das Spiel jetzt gerne durchspielen. Ich weiß auch noch nicht, wie lang dieser Part wird. Ich weiß nicht, wie lang die nächsten Parts werden. Ich habe das in meinem Infovideo ein wenig angerissen, wie das hier mit EKC aussieht. Ich würde es ganz gerne bis zum Mittwoch beenden. Aber ich habe die blöde Vermutung, dass es nicht funktionieren wird. So, aber ich werde mich jetzt einfach mal anstrengen und einfach mal versuchen, gut zu spielen. So, das war doch schon mal sehr gut. Oh, das letzte Puzzleteil. Jetzt brauchen wir nur noch den Buchstaben G. Ich hoffe, der ist nicht... Das geht runter, aber... Nein, 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 nein! Ich hab's doch... Oh, Mann! Ich hatte es doch so gut wie geschafft. Und dann habe ich... Oh, dann bin ich abgerutscht. Egal. Der Rest des Levels ist nicht mehr großartig schwierig. Ah, aber ich will Didi haben. Oder ich probiere es ohne ihn. Komm. Es kostet die Welt. Zeigen wir mal ein bisschen, was wir in dem Spiel können. Zack. Boah, ich weiß nicht, ob die TV-Karte einfach Probleme hat. Weil es hier auch so ein bisschen... Es ist ja schon ein bisschen viel. Also sieht schon... Es sieht schon nach viel aus. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach viel, was die... Ach so, das... Ja, das ist ja kacke. Dann geht es ja fast nur mit Didi, ne? Ach, egal. Komm. Oh, du bist so... Ich wollte gerade sagen, komm, wir nehmen uns einfach die Zeit, die wir brauchen. Lassen uns Zeit. Ja, wir überlegen erstmal und gucken und dies und das. Und was macht der? Oh, du bist so behindert. Das geht ja gar nicht, ey. Das geht ja absolut gar nicht. Oh. Mann, warum mache ich das denn? Ist doch nicht so schwierig. Oh Mann, ey. Jetzt sage ich wieder, das ist nicht so schwierig. Und ihr denkt euch, guck mal, der stirbt die ganze Zeit und sagt, das ist nicht so schwierig. Der ist ja voll lustig. Mann, warum mache ich das denn? Ich weiß es wirklich ehrlich gesagt nicht. So, ja, wir holen uns mal wieder ein paar Leben. Geht so ja nicht. Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, dann hättest du mich hier liegen gehabt. Dann hättest du mich hier liegen gehabt. So, zack. Zwei Leben gibt er. Dankeschön. Das machen wir jetzt halt einfach immer, wenn die Leben knapp werden. Ja. Warum nicht? Ich wäre fast schon wieder reingesprungen. Die, Motherfucker, die, 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 Motherfucker, die. Ja, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, wenn dieses Let's Play rum ist. Ich weiß, ich sag in den letzten Tagen, in den ganzen letzten Parts wahrscheinlich nichts anderes. Und vielleicht ist es auch ein bisschen dumm, wenn man das über sein eigenes Let's Play... Ich bin so behindert, ey. Wahrscheinlich ist es auch ein bisschen dumm, wenn man das über sein eigenes Let's Play sagt, aber... Ja, ihr kennt ja die Lions-Geschichte, ne? Ihr könnt ein Buch drüber schreiben. Die Lion des jungen DKCR-Projektes oder so. Müssen wir mal den Schiller da fragen. Oh, komm schon. Ich hätte darauf wetten können, dass ich den Absprung noch schaffe. Ja, ich bin ein Schweinchen. Ich habe einen super Assist. Warum mache ich das? Oh, ich hasse mich dafür. Ich hasse mich so sehr dafür. Ah. So wird das natürlich nichts mit dem Spiel durchspielen, ne? Ich würde am liebsten einfach zwei riesige Parts machen und in diesen zwei riesigen Parts dann halt einfach dieses Spiel durchspielen, weil ich will es halt, ich will es so gerne vor Luigi U beenden einfach. Ach ja, du bist, noch komm, leck mir den Röhrich, ey. Ich will es einfach so gerne, noch Mann, ich lerne aber auch nicht, wa? Ich bin so ein unbelehrbarer Pisser. Wie viele Leben habe ich noch? Zwei. Oh, ist das so erbärmlich, wa? Jetzt habe ich vergessen, wo das... Ja, komm. Wir holen uns erstmal wieder die zwei Leben.
Im Bonus. Das dauert ja auch nicht so lange. Das ist jetzt wirklich, damit kann man ja irgendwie leben, aber oh, ich habe schon wieder 10 Minuten hier, in denen ich nichts geschafft habe. Ich könnte natürlich auch einfach das Gameplay aufnehmen und das dann als Commentary raushauen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Variante. Diesmal bin ich nicht auf dich reingefallen. Ich muss niesen, das ist ein bisschen ärgerlich. Commentaries ist ja auch ein interessantes Thema. Wobei ich tatsächlich mich frage, wie man mit Commentaries irgendwie... Ja, ich habe keine Ahnung. Wer sucht einen Commentary? Ich meine... Verstehe das nicht so ganz, aber es ist ja auch egal. Ich muss das ja auch nicht verstehen. So reicht ja, wenn es Menschen gibt, die das verstehen, das machen und das gucken und ja. So, danke. Wir haben noch alle Herzen. Wir sind hier durch. Das ist jetzt wirklich nicht mehr schwierig. Warte einfach ein bisschen. Lass die Zeit. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ja, wir sind doch nicht auf der Flucht. Wir sind doch wirklich... Also wenn es das Letzte, was wir sind, wir sind... Ja, gut. Eigentlich sind wir doch auf der Flucht. Ich meine... So. Ey, das Puzzleteil habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es ist so einfach. Boah, ja, komm. Es gibt mir Leben, ey. Fick dich. Ah, meine Nase ist am Jucken. Wisst ihr auch warum? Weil ich mich nicht gewaschen habe. Ja, ich war heute nicht duschen. Weil mein ganzes Bad voll geladen ist und ich das erstmal ausräumen und aufräumen müsste. Und ich momentan nicht in meine Dusche reinkomme, weil ich da alles reingestellt habe, was ich in meinem Zimmer mich genervt hat. Weil ich ein bisschen aufgeräumt habe. Ja, es hört sich vielleicht dumm an. Oh, das sind ja gar nicht mehr so viele Level. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch... Oh, ist das der oben der Boss oder ist das noch ein Level? Ach so, ich gehe erstmal Leben kaufen. Nee, das ist nicht der Boss. Der Boss ist der Stern, da unten ist der Tempel, das K-Level, das taucht ja noch auf. Genau. Komm, ja, ich habe so viele Münzen gesammelt, ja, dann sei es mir auch vergönnt, dass ich mir Leben kaufe. Wie gesagt, als ich das privat gespielt habe, hatte ich hier 99 Ballons in diesem Spiel durchgehend. Aber, ja, bei so einem Let's Play... Ich bin tatsächlich auch schon am überlegen, also wenn ich tatsächlich, jetzt sage ich voll oft tatsächlich, ich weiß nicht warum, es ist tatsächlich ein bisschen doof, wenn ich tatsächlich, na was habe ich denn jetzt hier? Also, wenn ich richtig lange Let's Playen sollte, ja, also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, der Cornel ist irgendwann mal 2 Jahre älter oder 3 und Let's Playt immer noch. Und wenn ich so 5-6 Jahre, also ich, erstmal ist ja so die Überlegung, dass ich gar nicht mit dem Let's Play aufhören möchte. Nie, nimmer und so. Das ist auch wiederum die Frage, also, klar, mein Kanal wächst ja stetig, ne? Also, es ist zwar immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und man merkt das auch über lange Strecken nicht so wirklich. Ja, das Fass brauche ich bestimmt. Aber mein Kanal wächst ja. So, und... Wow, entspann dich mal. Hä? Ah, braucht jetzt das Fass? Das ist halt jetzt die Frage. Ja, hier. Und mein Kanal wächst ja stetig. Wenn ich jetzt einfach, bis ich 90 bin, Let's Playe, habe ich ja irgendwann, muss ich ja voll viele Abonnenten haben. Weißt du, einfach nur so vom Sinn. Nein, nicht vom Sinn, vom Zeitfaktor. Nein, du bist so... Ah, ich bin so behindert. Ach, manchmal verstehe ich selber nicht, warum ich so blöd bin. Ach, Mann. Gut, ich würde jetzt ganz gerne in diesem Part noch... wow. Ich würde am liebsten in diesem Part noch den Boss schaffen. Ich wusste... Ah, ich hatte Diddy, oder? Ja. Ist das ein Diddy? Ne, ich hatte Diddy nicht. Ist das ein Diddy-Fass? Nein. Also hatte ich doch keinen Diddy. Ja, ich war gerade ein bisschen... Ich wusste nicht, ob ich das... ich dachte, ich muss das Puzzleteil auffangen. Weißt du, wie ich meine? Und das wäre dann halt ein Problem geworden, weil... Ja, das ist... Oh, Mann, oh. Egal, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir es auch nie wieder machen. Müssen wir nie wieder mitnehmen, die Scheiße. Wow, das war knapp. Ich habe nicht gesehen, wie die sich bewegen. Und was mache ich? Ich springe rein. Das ist so... Ist aber auch typisch, ne? Du passt nicht auf, weißt nicht, wie der Gegner sich bewegt. Und du willst... Du denkst, hey, ich muss ausweichen und springst schnurstracks geradeaus rein. So. Oh, ich bin so blöd. Das Herz hätte ich gerne nicht verloren. Der war doch schon abgekühlt. Ey, das... Mann.
Ich weiß nicht, was ich hier mache. So, wenn wir den Boss in diesem Part noch schaffen wollen, dann muss ich prinzipiell ja noch dieses Level machen, das nächste Level und den Boss. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange dieser Part. Ich weiß ja, dass DKCR nicht mehr so viele, oder was heißt nicht mehr, allgemein nicht so viele Anhänger hat, aber die, die das gucken, die gucken das ja auch sehr fleißig und da bin ich auch sehr froh drüber und boah, BTF. Aber ne, ich weiß auch, was es mit so einem langen Part auf sich hat und bla. Oh, sicher, dass ich die nicht. Ne. Okay, hätte es eher sein können, dass es. Oh, war da unten was? Oh, ich glaube nicht. Hätte ja sein können, dass man da ein Puzzleteil für kriegt. Weißt du, wie ich meine? Wir sammeln einfach mal diesen Shit hier ein. Ich meine. Ja. Oh, Didi, danke. Habe ich jetzt noch. Oh Mann, Avas, ey. Musst du in den Vordergrund ploppen? Nein, nein, warte, ich will jetzt kein Herz verlieren. So, warte, ich muss eben Avas schließen. Ja, danke schön. Oh, ich will kein Herz verlieren. Ja, was machst du? Du verlierst ein Herz. Ich will ungern Didi verlieren. Vor allen Dingen, weil DK auch nur noch ein Herz hat. Da war ein Leben, BTF. Da ist ein Puzzleteil. Oh, fuck. Okay. Let's do this. Nein! Boah, warum war es so rutschig? Das hat mich überrascht. Wie viele Puzzleteile gibt es denn hier in dem Level? Oh, kommst du da hoch? Ist das das O? Ich weiß es nicht. Ja, es ist das O. Da habe ich aber schon viele Puzzleteile eingesammelt, oder? Zwei. Was? Ich habe jetzt zwei Puzzleteile? Ich hätte gedacht. Echt? Kam mir irgendwie so viel vor. Naja. Ist da oben ein Windrad? Ja, da oben ist ein Windrad. Wie komme ich da hoch? Ganz einfach. Oh nein. Ja gut, ich töte mich. Ja, wo... Ah, wenn das jetzt... Oh, ja, aber nee. Das Windrad hat bestimmt ein Puzzleteil. Und dann wird das da unten kein Puzzleteil sein. Ich habe gerade überlegt, ob ich die Banane einsammeln muss für ein Puzzleteil. Aber wenn hier ein Puzzleteil ist, wird es da keins geben. Gehe ich jetzt einfach mal ganz stark von aus. Sonst hätte man das. Nee, 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 nee. So, jetzt verkack's einfach nicht. Wäre ich sehr verbunden. Ja, mach mal halt einen langen Part. Ach, genau, was ich sagen wollte. Vor allem die, die hat sehr gerne gucken und so. Ich weiß, lange Parts gucken ist manchmal blöd. Manchmal. Also, ich kenne das, wenn. Ich kann das. Oh, du bist so. Und jetzt gibt's da keinen Didi mehr. Mann. Ich kenne das ja von mir, ne? Ich kann ein Projekt echt gerne gucken. Manchmal mache ich dann einen langen Part an und dann denke ich mir am Anfang noch, yeah, geil, ich habe jetzt sowieso voll Bock, was zu gucken. Und im Endeffekt ist es einfach so, dass, ach so. Ja, das, da müsste ich mich tatsächlich ein bisschen beeilen, das wusste ich so jetzt aber nicht. Am Ende ist es dann so, dass ich so ein Part manchmal dann doch abbreche, weil er mir zu lang ist und ich irgendwie das Gefühl habe, ja, es ist... Läuft gerade nicht so, also, ne, das war doof. Ich fand die Überlegung, dass ich da aber ganz schnell drauf springe, ganz gut. Im Grunde genommen muss ich nur eine Rolle machen. Oh, da stürzt er ab. Okay. Im Grunde genommen muss ich nur eine Rolle machen und dann... Oh, fuck. Habe ich das nicht gerade so gemacht? Ich bin reingesprungen und habe mich losgeschossen. Ich dachte, dass... Ja, gucken wir jetzt einfach. Ja, so, zack. Kurz warten. Prinzipiell ist es einfach, wenn du hier eine Rolle machst. Ja, genau. Aber diese Rolle machen, das ist ja auch so ein elementar wichtiges Ding einfach von diesem Spiel, diese Rollen. Oh, da war das G. Ich habe 4 von 5. Ich habe alle Puzzleteile und die KONGs. Muss nur noch überleben. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, ist doch alles kein Problem. Ich meine, hier hat man doch genug Zeit. Wird man jetzt echt nicht gehetzt. Wow, 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 wow. Nein! Nein! Ah. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Oh, wenn ich jetzt vorbeigesprungen wäre, dann hätte ich aber was gemacht. Cool! Das Level ging doch jetzt einigermaßen. Wenn ich mich nicht so dumm am Anfang angestellt hätte, dann wäre das sogar noch richtig skillig geworden. Mit dem scheiß Fass.
Was an für sich kein Problem ist, ne? Also das war jetzt keine schwierige Stelle, das Fass damit hinzunehmen, aber ich habe halt einfach so viele dumme kleine Fehler mache ich immer und das zieht das Let's Play mega in die Länge und beziehungsweise deswegen dauert es immer so lange, bis man ein Level geschafft hat. Was eigentlich gar nicht so unbedingt nötig ist. Wie gesagt, ich bin sehr davon mir überzeugt, dass ich besser in dem Spiel bin, als dass ich es hier präsentieren konnte. Aber das können wir dann bei DKT Tropical Freeze uns angucken. Ne, warte mal, ist da hinten... Naja, sah ein bisschen aus wie ein Höhleneingang. Ich wollte es dann doch lieber nochmal überprüfen. So, auch nur 5 Puzzleteile. Ja, ich dachte, das Ding kommt wieder hoch. Habe ich wohl falsch gedacht. Ne, das muss doch wieder hochkommen. Ja, es kommt auch wieder hoch. Weiß auch nicht so genau. Was hat das denn für ein... Hallo? Boah, warum dauert das denn? Warum dauert das denn so lange, bis das wieder hochkommt? Das ist doch voll nervig. Was soll ich denn da so lange warten? Ich kann das rauspusten und mir ein Puzzle teilnehmen. Nein! Ach so! Siehst du, jetzt gehe ich wieder in das Level und ich mache am Anfang erstmal wieder so viele dumme Fehler. Ich wusste nicht, dass hier an der Stelle auch eins rauskommt. Ach so. Ja. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, hoffentlich muss ich das jetzt nicht einsammeln. Aber ich denke nicht. Aber hier lohnt es sich mit Sicherheit, alles einzusammeln. Okay. Nein! Ich hab da einfach... Für mich hat es sich so angehört, als müsste das dann wieder rauskommen. Ich weiß nicht genau, was ich da als... Ich weiß nicht genau, was ich da als Begründung nehmen würde, aber ja, ist einfach, fühlt sich so an, als müsste es so da wieder rauskommen. Keine Ahnung, Mario Jump'n'Run Gewohnheiten wahrscheinlich, die man hier nicht übertragen sollte, weil sie nicht stimmen oder so. Da war, glaube ich, nichts drin, ne? Speicherschwein, Speicherschwein, da ist er und ich habe noch kein Puzzleteil. Mit Sicherheit habe ich was verpasst, mit Sicherheit. Was passiert hier? Och ne, keine steigende Lava, bitte. Ist das eine Plattform? Ja. Oh, fuck. Ich habe das Level gerade nicht verstanden. Oh, das war doof. Ich habe das Level nicht verstanden, wie sich das anhört. Oh, ich habe mit Sicherheit ein Puzzleteil verpasst, aber wo? Ich weiß es nicht so genau. Wo muss ich jetzt hinspringen? Hier hinten. Oh, natürlich. Ah, ich bin voll am Schwitzen, weil ich mich nicht geduscht habe. Ich muss gleich noch duschen. Ich muss gleich noch duschen, ja. Ich werde gleich noch duschen. Ich werde gleich duschen und dann werde ich noch weiter aufnehmen, denke ich. Ja, so machen wir das. Ah, ich bin so motiviert. Ach, Cornel, du bist so dumm. Du bist der Dümmste auf der Welt. Du bist so dumm. Ich frage mich, warum bist du so dumm? Cornel, du hast echt keine Ahnung von nichts. Du hast noch nicht mal Ahnung vom Nicht-Ahnung haben. Lasst uns beten. Oh, warum? Ich lebe noch. Okay. Wieso habe ich noch kein Puzzleteil? Gibt es vielleicht so ein Level, wo... Ja, egal. Ich habe das Puzzleteil eingesammelt. Ich wollte gerade sagen, gibt es vielleicht so ein Level, wo alle Puzzleteile auf einem Fleck sind? Das wäre natürlich auch interessant. Aber egal. Ich habe das Puzzleteil oben eingesammelt und dann ist es gut. Und ich hoffe, dass es jetzt hier weitergeht. Ach ja, es sind ja echt die Wochen der Longplays und so. Follow hat ja auch schon so viele lange Parts in letzter Zeit gemacht, wegen NSMBW und so. Und kann ich natürlich alles voll nachvollziehen. Geht mir ja nicht anders. Bewegungssteuerung. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wollo vollkommen zustimme, dass Bewegungssteuerung der größte Dreck der Welt ist? Ich schüttel wirklich, aber der macht einfach die Rolle nie, so wie ich hier sitze. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Mir wurde ja gesagt, du brauchst die Sensorleiste nicht dafür, weil das hat ja so, das hat einfach nur, du musst ja schütteln, das hat nichts mit der Sensorleiste zu tun. Ja, es kann natürlich sehr gut sein. Ja, sag ich ja gar nichts gegen. Aber, ja, es funktioniert halt nicht. So, das Puzzleteil haben wir. Nein! Oh, ich kann mich auch nicht konzentrieren. Meine Nase ist am Jucken wie sonst was. Meine Hände sind schwitzig, weil ich einfach... Ich hab halt gestern Alkohol getrunken, ja. Ich war halt feiern. Ich war tanzen auf dem Dancefloor. Oh, oh. Cornel war voll auf dem Dancefloor aktiv, hat ein paar Ärsche angetanzt. Ein paar Ärsche. Könnten auch Männer... Kann auch Männer mit meinen. Na, meine ich aber nicht. Nein, eigentlich habe ich keine Ärsche angetanzt. Mich haben Ärsche angetanzt. Also ich sah sehr gut aus. Ich musste mir sowieso mal neue Sachen zum Anziehen kaufen. Ich habe mir zwei Boxershorts gekauft, die waren voll teuer, die haben 7 Euro gekostet. Wo ich mir so denke, Alter, 7 Euro für zwei Boxershorts, die muss ich ja in 3 Tagen, muss ich das wieder waschen. Ja, warum 3 Tage, keine Ahnung. Wollen wir mal nicht päpstlicher sein als der Papst, so eine Boxershort. Dann zieht man halt irgendwann, keine Ahnung. Zwei Boxershorts reichen locker für 3 Tage. Kommt halt drauf an, was man vorhat und so, ne? Aber wenn man jetzt nichts Besonderes vorhat, ich hab halt zum Beispiel... Yes! Ja! Nein. Ach, da war so eine Flamme! Boah, ich würde ja am liebsten jetzt Squawks einpacken, aber... Ja, da müsste ich den Anfang des Levels nochmal neu machen. Und da habe ich an für sich auch keinen Bock drauf, falls ich das Level doch komplett schaffen sollte. Das ist halt die große Frage. Habe ich eigentlich schon Buchstaben? Ja, K. Gut, wenn jetzt nochmal irgendwo da oben vor dem O ein Puzzleteil kommt, dann bin ich vielleicht doch gar nicht so weit hinterher. Vielleicht habe ich dann doch noch nichts verpasst. So, konzentrier dich ein bisschen. Meine Nase juckt schon wieder so sehr. Oh, krass. Oh nein, das war ein unnötiges Herz, was ich da verloren habe. Oh, warum? Weil ich das nicht genau mit meinen schwitzigen Händen hier... Ja, auf jeden Fall habe ich halt Alkohol getrunken und wenn man Alkohol trinkt, dann schwitzt man am nächsten Tag immer ganz gerne, ja. Also ich zumindest Alkohol ausschwitzen und so. Ja, und ich war auch nicht duschen und ihr könnt euch vorstellen, wie eklig das eigentlich ist, aber... Ich bin ja auch alleine, ne? Ich habe ja niemanden, für den ich mich jetzt suchen müsste. Von daher kann es mir halt relativ egal sein. Ich stinke zwar ein bisschen wahrscheinlich, aber es muss ja keiner riechen. Und ja, ne? Von daher, es ist ja Jacke wie Hose. Das kann ich ja dann handhaben, wie ich will. Und da kann ich meinen Tag ja gestalten, wie ich das will. Und dann muss ich mich nach niemanden richten. Und es ist doch auch was Schönes. Ja, voll schön, sich nach niemanden richten zu müssen und so. Mein Leben ist so toll. Warum sterbe ich da? Tut mir leid. Bin jetzt voll an mein Mikro gekommen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir nicht nur zwei Boxershorts gekauft für 7 Euro. Ich habe mir auch noch 3 Paar Socken gekauft für 9 Euro, glaube ich. Voll teuer, aber. Ne, 6. Oder ich glaube, die haben 6 Euro gekostet. Ja, es gab einmal 3 Paar Socken für 6 Euro und es gab einmal 7 Paar Socken für 9 Euro. Ist eigentlich Schwachsinn, dass ich die 3 Paar Socken gekauft habe, aber ich mache hier so eine Scheiße. Aber ich wollte halt keine 9 Euro ausgeben. Ich hätte auch 7 Paar genommen, überhaupt gar keine Frage, aber ich wollte halt keine 9 Euro ausgeben, weil ich sowieso schon so viel... Ich habe 48 Euro gezahlt, das war schon ziemlich viel. Das Geld habe ich eigentlich nicht und ich müsste mir noch viel mehr kaufen. Ich müsste echt mal so für 200 Euro irgendwie shoppen gehen, damit ich mal endlich mal wieder ein bisschen was zum Anziehen habe. Es ist wirklich schlimm, ja. Der Cornel, der hat nichts zum Anziehen, das ist nicht so gut. Auch nicht so cool, ne? Okay, sicher, sicher. Ich wollte einfach mal kurz gucken, dass da nichts ist. So. Jetzt hier vielleicht mal durch, ohne ein Herz zu verlieren. Okay, das hat doch sogar mal funktioniert. Ich denke mal, die einzelnen Bananen muss ich hier nicht einsammeln, oder? Ich werde hier nicht getötet. Nein. Da oben ist ein Puzzleteil. Oh. Komm raus. Zeig dich. Halunke. Da ist ein Feuer.
Gut, ich weiß auf jeden Fall, dass da kein Puzzleteil ist. Das hat sich also gelohnt. Boah, er holt den ganz großen Skill raus. Na! Na, warum komme ich da nicht drauf? Meine Nase, die ist so am Jucken. Oh Mann. Ah, fuck, es tut mir leid, aber. Naja, jetzt weiß ich ja, ich muss nur das O einsammeln unterwegs. Die zwei Puzzleteile habe ich, die da kommen. Und mehr habe ich bis jetzt nicht gesehen. Also, es schaut ganz gut aus. Ja. Ich müsste echt mal für richtig viel Geld einkaufen, so Anziehsachen. Ich habe mir dann, was habe ich mir noch gekauft? Socken unter Boxen, Boxershorts, Socken. Dann habe ich mir so zwei Basic-Shirts für 3, da waren so, habe ich mir so zwei schwarze T-Shirts für 3 Euro gekauft, also ein so ein T-Shirt hat 3 Euro gekostet. Davon 2, also 6 Euro. Warum habe ich das gemacht? Weil, ja, ich immer ganz gerne ein T-Shirt runterziehe. Egal wann und wo und wie, ich ziehe einfach gerne nochmal ein schwarzes T-Shirt unter, weil ich es einfach nicht, ja, ich mag das nicht so gerne. Wenn man dann im Sommer schwitzt oder so, dann schwitzt man sich nicht seine erste Garnitur so voll, wisst ihr, wie ich meine? Dann hast du einfach nur, ja, ich finde das auch angenehmer einfach so vom Tragen her. Ich mag das mehr. Ja, 3 Euro haben die gekostet, davon habe ich mir 2 Stück gekauft. Und wow. Hä? Ach so, den Felsen habe ich gar nicht gesehen. Ach du Scheiße. Wow, das änderte auch. Boah, da ist bestimmt ein Puzzleteil. Da ist ein Puzzleteil. Ja, das war wichtig. Oh, er skillt. Er hat es voll drauf. Merkt das? Oh, fuck. Jetzt sag nicht, ich muss mich hier schnell hochdrücken. Nein, ich habe den Buchstaben verpasst. Nein, ich will nicht ins Ziel. Ja, mir fehlt eh ein Puzzleteil. Jetzt habe ich sogar das Timing drauf. Ich bin so gut. Oh nein, das Level muss ich nochmal machen. Ich glaube, das schneide ich. Das schneide ich an den Ende des Parts einfach. Ich werde dann mit Squawks reingehen. Dann werde ich das Level im Hyperspeed laufen lassen. Und immer wenn ich das Puzzleteil einsammle und wenn ich das G einsammle, dann lasse ich einfach, mache ich Hyperspeed aus. Ich glaube, so machen wir das, weil dann gehen wir jetzt einfach direkt zum Boss und besiegen den. Und dann mache ich das gleich. Und dann gehe ich danach duschen und dann kann ich das K-Level machen. Und im besten Fall das letzte Level. Ah, so. Großer Tiki macht Terror. Großer Tiki machen Terror, kleiner Tiki machen nicht Terror. Ja, und was habe ich mir noch gekauft? Also das waren eigentlich nur so die Sachen, die ich so mitgenommen habe, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt schon mal hier bin, komm, dann kaufst du das jetzt mal, weil das brauchst du. Ne? Und so neue Socken sind nie verkehrt und bla bla bla. Ja, und dann habe ich mir noch was gekauft und zwar ein Hemd, beziehungsweise das war so ein Hemd mit T-Shirt direkt, weißt du, so kombiniert, ey, voll stylisch. Ein dunkelgrünes T-Shirt, das Grün sieht voll cool aus, ich mag das. Ich hatte erst ein helles Grün mit einem Hemd, aber das helle Grün, da sah ich, ich glaube, das war, da sah es so voll dick drin aus. Ich bin voll dick, aber da muss man ja nicht noch unbedingt was kaufen, was das betont. Ich weiß nicht, ob das auch betont, aber ich habe tatsächlich. Ach so, das ist cool. Muss ich hier irgendwas sammeln? Nein, ich muss einfach überleben. Oh. Das gefällt mir. Ich überlege gerade, ob ich das... Habe ich das letztens irgendwo bei jemandem gesehen oder habe ich... Ich habe bei... Ich weiß es nicht. Ich habe doch letztens irgendwann mal gesagt, boah, davon... Ach so, ich kann... Nee. Kann ich... Ach, ich kann bestimmt mit A, kann ich bestimmt schneller machen. Ah, ich bin so voll Idiot. Ja, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht so ganz genau. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber irgendwie auch nicht. Ich bin mal. Ich weiß es nicht. Wow, das war ein bisschen knapp. Wow. Ist gar nicht mal so einfach. Alter Falter. Muss ich hier.
vor irgendwas ausweichen, wollte ich gerade sagen. Ist das der Boss an sich? Also, ne, weißt du, was ich meine? Ist das der Boss oder kommt danach noch ein Bossfight? Und gibt es da eine Mittellinie oder muss ich hier alles, Hä? Verstehe ich nicht so ganz, egal. So, hier muss ich Tempo machen, wegen dem Dingern, und danach kann ich aber entspannen. Genau, weil hier muss ich halt ein bisschen aufpassen. So, und jetzt, genau, hier nochmal dran vor. Boah, das war ein bisschen knapp. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Rauchschwanen hier, ob das, Nein, okay, die töten mich nicht. Ich habe gerade überlegt, ob das Gestein ist oder ob das einfach nur Rauchschwanen sind. Boah, fuck, also muss ich... Ich habe halt die ganze Zeit Angst, dass ich oben auch irgendwas ausweichen muss. Aber sieht nicht so aus. Ah, boah, das war knapp. Du weißt ja nie... Nein! Du weißt ja nie, wo du dich beeilen musst. Und das ist dann immer ein bisschen gemein, weil... An für sich macht es Sinn, sich nicht so zu beeilen, dann hast du halt mehr Chancen zu reagieren. Schade, wir sind schon ziemlich gut durchgekommen. Ich frage mich, wie gesagt, immer noch, wie das dann im Endeffekt dann so funktioniert. So, also jetzt musste ich erstmal eine lange Zeit nicht... Boah, das ist so knapp. Ne, hier muss ich jetzt gleich erstmal wieder diesen Segen ausweichen, richtig? Ach komm schon, ich dachte, das... Ach, das ist ärgerlich. Ich habe schon wieder nur 69 Leben. Wie viel ich sterbe, das ist der Wahnsinn. Ist egal. So, also. Hier erstmal entspannen und so, zack. Und hier durchspeeden. So, und das war es jetzt erstmal mit Speed. Jetzt kann ich mir Zeit lassen. Worauf ich halt gleich nur achten muss, ist, dass von unten die Gegner kommen. Und ich dementsprechend nicht... Ja, ich muss halt einfach unten aufpassen. So... Am besten immer so in der Mitte halten und dann, ja genau, dann kann man den nämlich gut ausweichen. Die haben aber, oh, warum? Ich habe auf A gedrückt, aber der hat irgendwie keinen, der ist irgendwie nicht hochgekommen. Ist nicht hochgekommen, ah, nee, nee. Ich kriege immer einen hoch, bam. Hm, ja, vor allen Dingen bam in your face noch in dem Zusammenhang. Lassen wir es einfach, komm, lassen wir es drauf beruhen. Das ist hier alles, ich habe es vergessen. Ist schon ein bisschen schwierig. Ich habe es mir eigentlich Lust. Es ist auch auf jeden Fall das, was ich nicht gesehen habe. Ich glaube, so einen kleinen Abteil gibt es auch bei den neuen Leveln für den 3DS, oder? Da hab ich, die habe ich mir nämlich angeguckt und ja. Ich glaube, da gab es das auch. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen, aber es war definitiv ein anderes Level und so viele andere Level in der Art gibt es ja nicht. Ich bin so blöd. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK, weil ich wieder... Ich konzentriere mich gerade nicht mehr aufs Spiel, sondern konzentriere und auch mein Gelaber und so. Ist nicht so gut. Nein, ist es nicht. So, also konzentrier dich ein bisschen mehr. Konzentrier dich ein bisschen mehr. Boah, ich hab's wieder vergessen, aber egal. Nein, Mann, warum? Ich hab's gerade doch so gut. Weißt du, das ist wieder so der Punkt. Ich bin gerade echt gut durchgekommen. Bin sogar richtig weit gekommen. Also ich weiß nicht, wie. Wahrscheinlich war es erst die Hälfte oder so. Ich kann. Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht genau, aber. Ich bin ja echt gut durchgekommen und jetzt, weißt du, dann... Jetzt nehme ich sie dazu leicht, konzentriere mich nicht und vergesse alles, was man hier machen muss. Boah, fuck, Alter. Es ist doch nicht so schwierig. Warum mache ich das jetzt? Das ist genau das, was mich in diesem Spiel so gekillt hat. Und das ist einfach so krass in diesem Spiel, also in dem Let's Play jetzt auch. Das ist eine Schwäche, die ich sonst eigentlich nicht so habe bei Spielen. Ich bin eigentlich nicht sonst so derjenige, der das vergisst, was er machen musste. Eigentlich kann ich mir das immer ganz gut merken. Da hat es gerade an der Tür geklopft. Wo bin ich stehen geblieben? Nicht dabei. Ich hoffe, der Grabber hatte gerade keinen Fail. Ich bin nämlich auch aus Versehen an das Kabel gekommen. Ich werde es am Ende sehen in der Rohdatei, in meinem Render, bla bla bla. So, jetzt einfach mal wieder ein bisschen Konzentration. Ein bisschen distanzieren von allem. Ich halte mal meine Fresse ein bisschen. Ich weiß, das ist an für sich nicht das, was man in einem Let's Play machen sollte. Beziehungsweise ich halte meine Fresse wahrscheinlich nicht, weil ich irgendwas Sinnfreies, geistig Abwesendes rumlaber. Aber ich muss mich halt einfach... Ich werde insofern die Fresse halten, als dass ich mir jetzt nicht großartig Gedanken darüber mache, was ich gerade sage. Boah, das war schon wieder so knapp. So...
Ja, auf jeden Fall habe ich mir im C&A dann halt so ein grünes T-Shirt mit einem grün, weiß, schwarzen, karierten Hemd. Keine Ahnung, es sieht. Ich finde es eigentlich ganz. Mir gefällt und, ja. Das war alles sehr teuer. Ich müsste mir mehr solche Sachen kaufen. Ich mag auch Hemden total, ist mir immer wieder aufgefallen. Ich mag es total, Hemden zu tragen. Ich weiß nicht so genau warum. Oh, fuck. Ja, ja, ja. War's das? Sag mir bitte nicht, dass das der Weg zum Boss war. Ich hoffe, es ist jetzt einfach vorbei. Oder da ist ein Speicherschwein. Hallo? Boah, sieht ein bisschen geil aus. Ich kenne das noch gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe das ja nie durchgespielt. Ich habe irgendwann in der 8. Welt aufgehört, weil ich es Let's Playen wollte. Weil ich dann Let's Player geworden bin und mir dachte, das willst du auch spielen. Okay, er hat seinen. Der Bananenvorrat ist aber ein bisschen klein, ne? Naja, egal. So. Müssen wir jetzt noch gegen dich kämpfen? Wenn ja, ist da bitte ein Speicherschwein. Wobei es jetzt gar nicht so schwierig war, da hochzukommen. Warum frisst er jetzt die Bananen? Jetzt müssen wir ihm auf die Fresse hauen, damit er die Bananen wieder rausrückt, oder was? Ich verstehe das nicht. Was willst du von mir? Sind das jetzt meine Bananen? Was machen die? Das ist ein bisschen pervers, oder? Ein bisschen pervers. Ich glaube, ich muss auch noch ein paar Puzzleteile nachholen, kann das sein? Dass ich irgendwas nachholen muss? Muss ich gleich mal gucken. Jetzt hat der auch noch Hände. Naja, gut. Was soll er damit machen? Nee, es gibt kein. Oh, fuck. Ich glaube, ich muss auf die Hände springen. Oh, fuck. Oh, das war knapp. Ich glaube, ich muss auf die Hände springen. Ist aber gar nicht so einfach. Ja, genau. Wow, krass. So ein bisschen, erinnert so ein bisschen an die Hände von Super Mario 64. So von den Moves, die er macht. Ja, wobei. Weiß ich nicht. Nein! Das war ein bisschen unfair. Ich werde voll verbunden, wenn du die einfach auf. Genau, einfach. Oh, komm. Ja, perfekt. Und da ist wieder ein Herz. Dankeschön. Oh, die erste Hand ist kaputt. Sehr gut. Großer Tiki macht Terror. Komm her, großer Tiki. Oh, die jetzt. Okay, wenn er den Move macht, muss ich mich am Rand orientieren. Ah, das war so scheiße von mir. Nein! Wieso? Verkacke ich jetzt so hart? Ah, jetzt. Oh. Ja, lach. Jetzt mich get. Nein, warum lasse ich mich jetzt die ganze Zeit treffen? Boah, ich bin so ein Skiller. Ich bin. Nein, 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 bitte nicht. Boah, ich bin so gut. So, jetzt hau die Hand auf mich drauf. Oh, komm. Die ist kaputt, oder? Yes, yes, ja, ja, war's das? Muss ich dir noch auf den Kopf springen? Ja, ich glaube, ich muss ihm auf den Kopf springen. Nein! Spring ihm auf den Kopf! Scheiße. Das habe ich nicht verstanden. Was passiert hier? Ich bin tot. Oh Mann. Ach Mann, ey. Ja, alles klar. Ich bin wieder hier. Was? Oh, kacke. Danke. Ich bin hier nur zweimal für die Hand. Er ist irgendwie raus. Natürlich wollte ich nicht die Hand auf die Hand. Es ist nicht mehr so, wie ich dann kriege. Oh, schade, ich bin nicht mehr so, wie ich dann kriege. Dann muss es auch machen. Ah, ist so unnötig. Ja, zack. So ist dein Mut so. Ja, stimmt nicht. Und ja, was wieder. Was wieder. Nein, das ist nicht mehr so, wie ich dann kriege. Gut, wenn wir jetzt mal ganz anders kommen. Ja, das ist so unnötig, Mann. Ich war so viel zu viel. Ich bin hochgesprungen. Mehr als hochspringen kann ich nicht. Wirklich. Es ist wirklich. Ach, du kriegst ihn einfach. Nein, ich bin hoch.
So dumm von mir, ey. Ich muss mich jetzt einfach ein bisschen konzentrieren. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ach, so dumm von mir, ey. Ja, jetzt hau mich. Hau mich und hau mich, sitzen auf dem Baum. Hau mich, fällt runter, wer bleibt übrig? Da war irgendwas falsch. So, ja, mach. Mach doch deinen Scheiß. Ich würde ihn so gerne da in die... So. Oh, warum hab ich das gemacht? Oh. Ach, ich bring doch vorbei. Jetzt sie wieder kaputt. Ich will die eigentlich beide erst einmal treffen. Ich glaube, die andere Hand hat jetzt immer noch 2 Lebenspunkte. Das ist an für sich nicht so cool. Ja, mach doch einfach. Ist ja zwar aber relativ spät da. Ist auch egal. So, jetzt hau mich. Ja, und dann... Das mit dem, wenn er auf mich draufhaut, das habe ich nicht immer so... Weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen das Gefühl für, wo, wie ich dann... Weißt du, mit Zeit und... Ach, ich habe auch keine Ahnung. So, linke Hand ein Treffer, jetzt rechte Hand ein Treffer, bitte. Okay. Safe, safe, safe. Jetzt würde ich gerne die rechte Hand einmal treffen. Nein. Egal, ich krieg ein Herz, aber... Habe ich halt einfach jetzt eine Chance liegen lassen, die Hand zu treffen. Zack, rechte Hand ein Treffer, linke Hand ein Treffer. Ja, sehr gut. Ja, komm. Was machst du jetzt? Ach, genau. Ich glaube, der wird auch immer ein bisschen schneller. Ich glaube, deswegen ist es auch ein bisschen... Okay, rechte Hand weg. Nach links orientieren wegen dem Ausweichen. Und jetzt, was machst du? Was mach ich? Ja, komm. So, jetzt müsste er mich eigentlich wieder hauen. Nein, warum macht er das jetzt? Okay, jetzt müsste er mich hauen und jetzt muss ich versuchen. Okay, das so war das nicht geplant. Haha, lustig, lustig. Jetzt mach doch einfach. Nein, nein, jetzt muss ich die ganzen Phasen wieder durchkrempeln. Ah, schade. Ah, dann. Oh Mann, wieso mache ich das? Da bin ich Brain AFK wieder. Na, mein Herz. Mein Herz. Und jetzt... Oh, fuck, jetzt muss ich wieder die ganzen Phasen durchkrempeln. Ja, komm. Was machst du jetzt? Oh, so, weil wenn er die andere Attacke macht, könnt ihr eigentlich mal versuchen, drauf zu springen. Oh, fuck. Oh, da hätte ich ihn jetzt getroffen. Ja, lustig. Nein, und dann springt er nicht richtig drauf. Immer die gleiche Scheiße. Nein, nein, nein. Oh. Oh, mein Herz. Dankeschön. Mit 2 Herzen in die nächste Phase. So. Jetzt, das habe ich nicht ganz verstanden. Der rammt sich jetzt in den Boden. Macht er das immer hier außen? Ich glaube schon. Okay. Ich weiß jetzt nicht so ganz... Ja, gut, ist egal.
Was macht er jetzt? Jetzt macht er hier irgendwie so ein bisschen Super Mario World Bowser-Style. Ne, er rammt sich. Ist er tot? Warum ist er nicht tot? Warum ist er nicht tot? Wie viele Leben hat der denn? Jetzt aber. Nein! Das wäre meine Chance gewesen. Oh, fuck. Nein, nein, nein. Nimm das Herz, nimm das Herz. Oh. Boah, willst du mich verarschen? Ich hab... Hä? Ja, geil! Geiler Typ, ey. Boah. Ah, geiler Typ. Geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Jetzt kommen, glaube ich, auch noch die Credits, oder? Oh. Ne, die gucken wir uns nicht an. Ach, was soll's, ich kann die auch noch laufen lassen. So, ich würde jetzt einfach gerne ins Spiel zurück. Ich glaube, die Credits kommen erst nach dem neuen 1er-Level. Was hat er gemacht? Ist das der Mond? Oh, der Bananenregen. Uhu. Ich glaube, die Credits kommen doch. Ah, die Tiere sind wieder befreit. Sie sind nicht mehr hypnotisiert. Die Bananen sind zurück. Und Donkey Kong hat sich ein bisschen wehgetan. Ah, aber Diddy hat ihn nochmal gerettet vor dem Absturz. Das ist eine schöne Sequenz. Die kenne ich doch gar nicht. Gefällt mir. Boah, sieht auch phänomenal aus. Ne? Es sieht wirklich schön aus. Ach ja. Ja, danke schön. Das interessiert uns nicht so wirklich. Kommen jetzt die Credits? Na komm, dann ziehen wir uns die jetzt auch noch rein. Oh, ich muss niesen. Executive Producer. Senior Development Director. Production Manager. Production Coordination. Design. Design hat niemand gemacht. Ah, ich hab jetzt... Die nerven mich jetzt ein bisschen, weil ich gerne einfach nochmal eben hier gucken möchte, was ich noch alles machen muss. Wenn diesen Part irgendjemand bis zum Ende geguckt hat, dann Respekt. Dann könnt ihr mir das ja mal mitteilen. Ich weiß, das mache ich öfters. Das mache ich auch tatsächlich einfach deswegen, weil ich da echt auch ein bisschen... ich bin da einfach ein bisschen... Ja, ich kann es mir schwer vorstellen und so. Und wenn einer von euch echt diese Stunde sich hier reingezogen hat, dann kann das mir gerne mal kundtun per Kommentar oder so. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr mit diesem Part irgendwie Spaß haben konntet. Ich hoffe, dass ihr mit dem Let's Play irgendwie Spaß haben konntet, was wahrscheinlich sehr schwierig ist. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Wir müssen noch einen Part machen. Mindestens. Ich hoffe, dass es bei einem Part bleibt. Und... wir müssen noch ein Part machen, also zumindest wir müssen es halt noch zu Ende spielen. Ne? Wir sind noch nicht durch. Uns fehlt noch das K-Level, uns fehlt noch ein Puzzleteil. Ich weiß nicht, ob mir noch mehr Puzzleteile fehlen. Das würde ich jetzt gleich gerne mal kurz nachgucken. Gerne, würde ich tun. Und dann das letzte Level. Und auch, das wird alles ganz viel Stuff. Das wird nochmal ein langes Video. Ich bin sehr gespannt. Ja, das wird nochmal ein sehr langes Video. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr das irgendwie genießen konntet. Ihr könnt, vielleicht habt ihr es ganz geguckt, vielleicht habt ihr es euch eingeteilt. Ich weiß es nicht, das ist ja alles möglich. Vielleicht habt ihr es auch nicht geguckt, dann rede ich gerade hier umsonst, weil mich niemand hört. Aber ja, ich bin sehr froh, wenn dieses Projekt vorbei ist, das wisst ihr. Ich hoffe, dass der Part euch trotzdem Spaß gemacht hat, dass es trotzdem irgendwie sinnvoll war, zuzugucken. Ich bin da wirklich ein bisschen, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel und ist wahrscheinlich Schwachsinn, weil wir haben es noch nicht mal zu Ende LP'd. Aber sollte nicht alles komplett... Willst du mich verarschen? Warum kommen denn jetzt nochmal genau die gleichen Sachen? Sollte... Was habe ich jetzt gesagt? Warum ist mein Nunchuck so dreckig? Ihhh.
I don't know what I want to say. Ey, was wollte ich in Nintendo auf You? Ja, ist doch in Ordnung. Naja, egal. Wir sind gleich durch. Das sollte uns zufriedenstellen. Wolfgang Weber, das hat sich in Deutsch angehört. Translation. Latin Jessica Vielmann. Andreas Langer. Isabel Stein. Boah, sind bestimmt Deutsche. Victoria Bützler. Könnte auch eine Deutsche sein. Ach ja. Satoru Iwata. Ich weiß nicht, was ich gerade gesagt habe, beziehungsweise was ich sagen wollte dann auch noch im Endeffekt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, bla bla bla. Oh, cool. Oh, sieht das schön aus. Bla bla bla, bla bla bla. Was habe ich noch erzählt? Ich weiß es nicht mehr, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich habe gerade einen Gedanken nicht zu Ende gefasst. Ja, jetzt kommt ja das 9. Level oder so, glaube ich. Der goldene Tempel. Ja, dankeschön. Goldener Tempel enthüllt. Kann ich jetzt nochmal ins Spiel rein? So, 97%. Ja, viel fehlt nicht mehr. Die 200%, wie gesagt, die kommen irgendwann mal. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, genau das war der Gedanke, glaube ich, der gefehlt hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich das Ganze mal re-again werde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich jetzt irgendwann mal ein Let's Play again von machen werde. Das klingt vielleicht dumm oder so, ich weiß es nicht. Aber ich gehe stark davon aus. Da, 5K, furioser Fässerflug fehlt uns noch. Oh, und im Trümmertempel. Boah, da fehlt ja noch einiges. Da fehlt ja noch einiges. Oh, fuck. Also, hier haben wir alles komplett. Hier fehlt uns nur noch das K-Level. Hier fehlt uns auch das K-Level. Und hier fehlt uns das K-Level. Hat die Welt 8 nicht? Doch, die Welt 8 hat auch ein K-Level. Das wird nur noch nicht angezeigt. Gut, dann seht ihr jetzt wahrscheinlich dann das letzte Puzzleteil und den Kong-Buchstaben noch in dem Level hier. Das werde ich jetzt nicht mehr... Oder machen wir das im nächsten Part? Oder ich mache den letzten Part anders. Indem ich einfach... Ich glaube, ich mache den letzten Part anders. Ja. Im letzten Part werden wir die restlichen Sachen holen. Das wird ein bisschen Hyperspeed sein, wahrscheinlich. Und dann werde ich das letzte Level machen im letzten Part. Und ich werde daraus ein Commentary machen. Ja, so mache ich's. Mein Commentary, ja, so mache ich's. Also, falls jetzt noch irgendjemand zugucken sollte, wir sehen alles, was wir noch machen müssen, eventuell in Hyperspeed, eventuell auch nicht, und ich werde dazu ein Commentary anfertigen. Bis dann, tschüss, und euer Cornel war ist jetzt raus. Tschüss und bis dann, ciao.